Was gehabt, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Ja. Erstmal wieder mal Lore passiert und zwar in der letzten Folge ist abhanden gekommen. Ich habe das alles gespielt. Ne? Wollte dann die Aufnahme beenden. Hab's auch beendet und die komplette Datei ist einfach weg. Geil. Einfach nur geil. Also was passiert ist, wir haben halt Stinge gefunden. Haben mit ihm geredet. Das ist er übrigens wahrscheinlich, der da drin steht. Dann, wir haben uns alles erklärt. Wir haben jetzt einen Namen für diesen einen Verbrecher, der heißt nämlich jetzt Wicht. Und dann sind ein paar von Wichts Leuten aufgetaucht, genau genommen drei Stück. Die haben wir dann gemeinsam besiegt und hab ein bisschen Damage genommen, wie man unten an meiner Leiste sieht. Und das war's eigentlich. Ja, und jetzt machen wir hier mal weiter, denn wir sind aktuell sehr in der Vorproduktion und jetzt wieder auf dem alten Spielstand zurückzukommen, benötigt etwas Zeit und die Zeit haben wir aktuell nicht, weil ich und Felix wieder nächste, Felix und ich wieder nächste Woche Berufsschule haben und wir in puncto Folgen wie diese hier sehr zurückhängen. Weil es letzte sehr stressig war und deswegen belassen wir es jetzt mal so. Also ist, im Endeffekt war die halbe Folge wirklich rumlaufen, umreißen, diese ganzen Minen abklappern. Die andere Folge war dann, also die andere Zeit der Folge war ein Gespräch und dann war eigentlich die Folge vorbei, aber dann kam die Banditen und sagt, komm, mach ich das und gerade, dann war das vorbei. Also bis auf den einen Kampf hat man eigentlich nicht viel verpasst, aber es wird noch mehr Kämpfe gehen, von daher. Ja. So, jetzt ist er hier in Ratai, den haben wir jetzt abgegeben, oder Neuhof, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wir haben was Geiles erbeutet. Und zwar, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da! Ein schweres Schild. Das ist richtig nice. Jetzt haben wir nämlich ein geiles Schild. Okay, wir müssen so nach Timmy erkundigen. Okay, also er ist jetzt ein Ratai. Ganz klar. Und wie diese Folge müssen wir uns nach Timmy erkundigen. Das war einer der Komplizen, das habe ich vergessen zu sagen. Es waren vier es waren zwei Banden. Wichs Band und die von dem Stinker. Die Bande vom Stinker wollte nur zum Plündern hingehen. Nur zum Plündern. Hab mir ja gemerkt, wie gut das geklappt hat. Bist du? Ein Schreiber. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Hast du ein paar Bücher für mich, Junge? Schade. Möge Gott über dich wachen. Nein, ich hab mit dem habe ich doch geredet. Das war mit diesen die schwarzen Chroniken da. Hatte der doch gehabt. Ich glaube, das ist, dürfte näher dran sein. Das ist der Reis nicht möglich. Muss ich außerhalb vom Dorf sein oder wie? Nehme es mal an. Also wir werden uns jetzt auf dem Dorf bewegen. Oder wir werden jetzt eine Runde schlafen. Unsere Energie und Gesundheit ist jetzt nicht das Optimale. Falls wir da kämpfen müssen, wäre es besser, wenn wir ausgeruht sind. Dann können wir auch die nächsten paar Sachen verkaufen. Inventar, ja, haben wir alles schon gelesen. Bin schon dumm, wisst ihr wieso? Weil das Schwert schlechter ist als das, was wir haben. Das kann eigentlich verkauft werden. Weil wenn man guckt. Hier 43. Und das hat 34, also können wir es eigentlich verkaufen. Speichern und schlafen. Und ich habe noch ein Schild Schwert aufgesammelt. Von den Banditen. Das war auch schlecht als unseres, also wenn wir das aufhört, aber wir können auch so ein bisschen Geld wieder
anschaffen dadurch. Wir müssen halt nur unser Pferdchen rufen, dann geht das Isegoin. Verkaufen das mal an Theresas Opa. Spiel gespeichert. Wunderbar. So. Also waschen wir uns mal. Wieso, wie du einen Druck taschst? Pferdchen ist da. Super. Pferd. Ins Inventar. Ins Inventar, ins Inventar, ins Inventar. Inventar. Man guckt hier. Das ist komischerweise schlechter als unser Ding. Die Kettenhauben. Gut. Dann hier, man sieht. Ey, stopp. 34, schlechter als sonst. Wir haben hier 43. Hier, das ist unseres. Schlechteres Schwert, ne? Also und damit können wir das beruhigt verkaufen. Wobei das hier Mindestagilität. 3W, 3W 2. Wo ist anderes? 3W 35, 33. Das können wir eigentlich unsere Truhe dann gleich tun. Es ist geringfügig besser. Inventar. Wo war es denn jetzt? Der andere 43er. Klopfer. Hier. Verschieden. Haben wir noch hier? Das haben wir noch drin und hier die Standhaftigkeit. Qualität müssen wir halt wesentlich uns verbessern. Da müssen wir halt wahrscheinlich ein bisschen mehr rumlaufen. So, jetzt reden wir mal mit dem Mann hier. Und kaufen jetzt mal ein paar. Schön, dich zu sehen. Gestohlene Waren. Die nicht wirklich gestohlene Waren sind. Aber gut. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Ja, weil wir so umgebracht sehen, haben. Was wir da machen können. Verkaufen. Dietrich behalten wir. Dann eine Fackel können wir wegmachen. Das können wir weghauen. Die Jagdpfeile behalten wir natürlich. Das Schwert kommt weg. Das kommt auch weg. Ja. Und dann? Man sieht, 641. Warenkorb. Falsch. Reden wir über den Preis. Wunderbares Geld. Ist gut. Ach, der Händler hat nicht genug Geld. Ach komm, scheiß drauf. Der hat uns so viel gegeben. Hier. Reicht schon. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Na sowas. Vielen lieben Dank. Ja, gut. Alles klar. Dann. Machen wir lieber ein Pferdchen. Das gibt einen Unterschied. Karte. Ab nach hier oben. Schnellreise. Sparen wir uns einiges an Spielzeit. Wir wollen ja nicht recht die ganze Zeit hier rumrennen. Und noch ein bisschen der Story weiterkommen. Ich würde sagen, wenn wir irgendwann mal uns richtig gut ausgerüstet haben, dann machen wir uns wirklich mal auf den Weg nach Scarlet. Und schauen, ob wir uns da unser Schwert, das Schwert von Herr Ranzig, holen können. Und jetzt regnet es hier. Wunderbar. Na toll. Weißt du, was hier eine Schnellreise ist? Amma! Ja! Auf geht's zu Timmy! Dass die hier Southpark einbauen, wusste ich auch nicht.
Ecke voller Scheiße. Letzte Folge ist mir auch noch vergessen zu erzählen. Einmal im Lörr passiert, da war eine Lager im Wald, ein Lager, ne? Und dachte ich mal, der gute Lorr, ne? Oh, geh mal hin, vielleicht sind das ja so ein paar Ritter auf Durchreise, ne? Wir können auch ein bisschen mit denen reden, so ein bisschen quatschen, ne? Und dann waren das einfach Banditen. Und ich wollte mich dann nass machen. Aber hab ich mich aus dem Staub gemacht. Weil das waren fucking 4 Leute. Das schaffe ich nicht alleine. Also die 3 Leute zu zweit waren ja schon scheiße. Weil wenn ich irgendwie wirklich eine Zeit lang aktiv gekämpft habe, sind die alle 3 auf mich gegangen. Na gut, bisschen ruhiger. Das war ja schon ein bisschen ruhig, muss ich sagen. Aber nun gut. Dann hatten die ja noch Schilder, waren richtig gut ausgerüstet eigentlich. Und ja. Die dürfte, glaube ich, dürfte mal bald klar sein, oder? Ja. Ja. Das davon dürfte die Mühle sein, bei der Timmy arbeitet. Ei, wunderbar. Ja. Pferdchen abstellen. Timme! Timme! Ist kein Schwein! Die Bitzen kann man denen ja auch nichts. Das ist ja lame. Oh, ich kann mich auf einen Baumstumpf setzen, ey. Krass, ey. Einfach nur, weil wir es können. Ein bisschen Fähigkeiten zu bekommen. Schloss drehen. Natürlich. Weil wir es können. Weil wir es können. Sag, was ist das denn jetzt? Weil wir es... Sag mal, was wackelt denn das so rum? Endlich, ey. Paar Dietrich verbraucht. Was ist drinne? Haufen von Scheiße. Ach Gott. Dorfbewohner, da ist ja jetzt einer. Gott sei Dank mit dir, ja. Ich suche nach Timmy. Er ist ein Mordskerl und... Holzkopf? Ja, der arbeitet hier. Oder hat das mal? Was weiß ich. Ist vor ein paar Tagen verschwunden. Oh. Den hat ihn wohl keiner mehr gesehen. Aber frag mal seine Schwester Mirka. Es wird einem auch nicht einfach gemacht. Dankeschön, wo ist Mirka? Mirka! Ah, da bist du schon. Ich suche einen Koloss namens Timmy. Er soll hier arbeiten. So einer ist mir nicht bekannt. Dein fucking Bruder! Hör zu, jemand will ihn umbringen. Ich muss ihn warnen. Aber ich weiß nicht, wovon du redest. Ich bin auf Geheiß von Herrn Hanusch hier. Herr Hanusch? Gütiger Gott, das muss was Ernstes sein. Ach, auf einmal. Na schön. Ach so, wenn ihr Bruder abgeschlachtet wird, das ist nur... Nein, das ist richtig. Ich glaub dir das nicht. Was muss ich jetzt machen? Ach. Oh, da kann ich ja in der Nähe stehen. Lauf. Der macht doch ein bisschen schneller. Kann ich eigentlich die Hunde streicheln? Oh, bist du ein Feiner. Ja. Ey. Bin doch ganz lieb. Bist doof.
Jetzt rede. Hier bin ich. Also, wozu die Geheimnistuerei? Was willst du von Timmy? Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Ich will nur Fragen stellen. Weil er mein Bruder ist. Er ist nicht der Klügste, verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesagt. Aber wie groß ist denn eigentlich die Gruppe von dem? Da sind zwei, da waren drei aber bei dem. Oder später finden sie ihn sowieso. Alter. Sag mir, wo er steckt und ich kümmere mich um ihn. Aha. Er versteckt sich auf Colbins Farm, in der Nähe von Merhoyet. Oh Gott. Ey, jetzt 3 gegen 1, euer Ernst? 4 gegen 1! Ach so! Ja, klar! Und dann haben sie auch noch teilweise Ritterhelme an. Ja, ist ja nice. Ich beschleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Nee. Erstmal eine dumme Stelle. Und nach wem suchst du? Nach einem großen Ochsen namens Timmy. Ich fürchte, ich weiß nichts über ihn. Das ist schade. Jammerschade. Denn ich kümmere mich gut um Leute, die mir helfen. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt, hätte ich eventuell Arbeit für diesen jemanden. Schlaue Kerle können wir im Lager gut gebrauchen. Dass sie nicht sehen, dass ich... Moorcock. Ihr habt ein Lager hier in der Gegend? Gewiss. Und Groschen, wenn du bereit bist, sie dir zu verdienen. Ich hab genug Groschen. Na, später. Beweise erst, dass wir dir trauen können. Hilf uns, Timmy zu finden. Keine Ahnung, wo er ist. Ich werde es wohl woanders versuchen müssen. Diese Dirne hat dir nichts erzählt? Sie hat nichts gesagt. Ach ja? Hör auf, mich zu verarschen und spuck's aus! Er soll sich in Ratai verstecken. Ach ja? Wo in Ratai? Ich weiß nicht. Das wirst du selbst rausfinden müssen. Klingt nach einem Haufen Scheiße. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden und spuck's aus. Na gut. Ich will ihm sagen, wo der ist? Ach ja? Wieso solltest du das tun? Wir sind doch alle Christen, oder? Wieso nicht dem Nächsten helfen? Besonders, wenn er dir 40 Groschen zahlt. Du bist nicht zufällig mein Vetter, oder? 2 Dutzend kriegst du. Nicht mehr. Die Hälfte jetzt, die andere, wenn wir ihn haben. Abgemacht. Zwei Dutzend. Dutzend sind doch immer 12. Warum kriege ich erst 225? Das Ding ist halt, ich weiß ganz genau, ich kann die nicht besiegen. Ich krieg das nicht hin. Das sind 4 Stück, die werden mich umranden und dann ist gut. Aber ich will ihm auch nicht verraten. Deswegen... Du weißt nicht, wann es genug ist, oder? Wenn man die Oberhand hat, tut man, was einem passt. Ich versuch mal abzuhauen. Los, hast du nicht die Oberhand? Alter! Ich dreh dir den Hals um, du Hund! Komm doch rüber, du Kackkind! Alter, warum sind die schneller als ich? Das ist doch nicht wahr! Jetzt verpisst euch doch mal!
Ich will ihm halt nicht verraten. Wir hätten halt mehr auf Redekunst gehen sollen im Allgemeinen. Ey, ist doch nicht wahr. Da komme ich jetzt nicht durch, oder wie? Oh, hier. Sag mal! Sie sind weg! Ja! Alter! Der Plan hat funktioniert! Jetzt muss ich mal gucken, ob die noch auf dem Hof sind. So. Timmy ist da hinten. Alter, kann ich mir einen Verband anlegen? Bringt das irgendwie was? Wir haben ja genügend. Wenn ich blute nicht, okay. Das heißt. Lassen es erstmal. Ja! Ist ja schon irgendwie ausklügeln. Aber wir haben auf jeden Fall Timmy nicht verraten. Das ist schon mal gut. Die sind irgendwie so intelligent und verfolgen mich dann. Alter. Also die vier hätte ich echt nicht besiegen können. Auch wenn es immer noch zwei sind. Wenn die beide auf einen draufschlagen, das kriegst du halt. Also ich krieg das zum Beispiel nicht hin. Ich weiß, ob das irgendwie möglich ist. Wirklich 2v1, wenn beide gleichzeitig auf einen draufhauen, auf verschiedenen Richtungen. Wie das denn geht, weil du hast ja Ego-Sicht, du siehst nur den einen. Aber gut. Und kannst die auch nicht irgendwie, keine Ahnung. Fixieren, nicht fixieren, doch das geht schon, aber so schnell ist fraglich. Ja, der kriegt ihn zwei Folgen lang auch richtig aufs Maul eigentlich. Ja, okay, ich muss das fällen. Ja. Ein bisschen. Jagdgebiete Rehe. Verstecken sich gerne in Jagdgebieten von Rehen. Die Leute vom Stinker. Irgendwie im Wald kommen. Ach, da ist der Eingang für den Wald. Ja, ich hab mir jetzt ja nicht hier so. Aber eigentlich findet er sich auf einen Hof. Mama, Pebbles. Dann müsste das doch eigentlich dann hier sein. Ja. Theoretisch. Ja, die Imba-Büsche. Komm. Das müsste ja eigentlich dann hier sein. Ist das Timmy? So groß ist der doch gar nicht. Hey Timmy, wie geht's? Ganz gut. Der ist kleiner als ich? Kennen wir Was uns? Bin ich da, wenn der schon ein Riese ist? Hä? Oh, scheiße. Was willst du? Ich war's nicht. Ich wollte nicht. Ich... Scheiße. Ja, ist echt nicht der Hellste. Ich sah, was du in Neuhof gemacht hast. Was redest du da? Du warst nicht dort. Ich meine, ich war nicht dort. Spar dir deine Mühe. Du warst mit dem hinkenden Heinz und Stinker dort. Ich weiß alles darüber. Was willst du von mir? Dein Spießgeselle Hinek erzählte mir, dass diese Hurensöhne ein Lager haben. Und ich will es finden. Muss es finden. Ja, aber... Aber warum soll ich dir vertrauen? Bin ich blöd. Wenn die Blöden sagen, sind nicht blöd. Von denen sein, aber so tun, als wär's nicht so. Um mich reinzubringen. Dir sag ich gar nichts.
Weshalb sollte ich dich reinlegen wollen? Herrgott nochmal! Sie haben Heinz in Uschitze gekreuzigt! Was zum Teufel soll das hier werden? Scheiße! 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 Was mache ich bloß? Scheiße! Ich weiß nicht, wo ihr Lager ist. Ein Haufen Pferdescheiße! Hinek sagte, dass du dort warst und dass Pius dir einbläute, das Maul zu halten. Du musst etwas wissen. Nun, einmal war ich dort, ja. Nur weil. Warum wird er eigentlich immer so aggressiv, wenn man Redekund auswählt? Versuch dich zu erinnern. Es war in den Wäldern. Irgendwelchen Wäldern, weißt du? Mit Bäumen und so. Da waren verfallene Häuser dort und so. In den Wäldern. Da gab's eine Kirche dort. Aber eine, die irgendwie kaputt war. Wunderbar, besten Dank. Nun leuchtet mir alles ein. Weißt du, in welche Richtung es war? Genau nördlich von Thalmberg. Wenn du von der Burg aus Hügel aufwärts gehst, dann ist ein Weg bei so Scheunen, glaube ich. Führt zum Holzfällerlager. Wenn du bei den Holzfällern weitergehst, kommst du zu diesem verlassenen Haus da. Kannst es nicht verfehlen. Sieht wie ein Haus aus. Nur verlassen. Da gehst du nach links und dann weiter, bis du zu einer Lichtung kommst mit einer riesen Buche. Oder war es eine Eiche? Dann gehst du nochmal links. Da ist dieser enge Pfad und du gehst dem schön nach. Manchmal teilt er sich. Du hältst dich einfach links. Also wenn ich jetzt Heinrich wäre und ich gleich Hilfe bekommen würde beim Markieren der Map. Flachen Fels. Dann ich echt Probleme gehabt, das zu finden bei der Beschreibung. Immer zu. Nach einer Weile siehst du eine Brücke. Und genau da ist's dann. Tja, ist wohl besser als nichts. Aber du erzählst doch keinem was davon, oder? Hast es versprochen. Ach Mist. Hab vergessen, es dich versprechen zu lassen. Keine Sorge. Aber versuch's in Zukunft mit ehrlicher Arbeit. Wie wäre das? Danke, werd's probieren. Zumindest für meine Schwester. Das Mädchen bei der Windmühle? Jawohl, Mirka. Hast du mit ihr gesprochen? Was sagt sie? Er sagte mir, dass du dumm wie Brot bist und dich ständig in Unsinn mit reinziehen lässt. Echt? Ja, da hat sie wohl recht. Alles klar, gut. Also wissen wir jetzt... Doch! Kriege ich auch was? Ich hätte gern einen Big Mac im Menü. Cola als Getränk. Und Pommes. Ach, auch ein McFlurry. Hallo? Achso, das war Schalter 1. Der ist ja nie besetzt. Ja, ich hätte gern Big Mac. Ich hätte gern Big Mac. Gibt's jetzt Schichtwechsel? Hallo? Big Mac? Naja. Ich würde sagen, vielleicht kriegen wir ja in der nächsten Folge unseren Big Mac. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Haut rein.